Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe echt tolle Neuigkeiten für euch. Und zwar ist das Hörbuch fertig. Und zwar habe ich die englische Version des Hörbuchs bekommen von Stephanie Murphy, die das Hörbuch aufgenommen hat. Und es hört sich einfach fantastisch an. Es hört sich total toll an. Ich bin total beeindruckt, ja, und ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu teilen. Und zwar ist das die englische Version des Hörbuchs, ja. Also ich habe ein Hörbuch geschrieben, ein E-Book beziehungsweise ein Hörbuch. Es ist ein Paket, es ist beides zusammen, so dass ihr Deutsch auf eine lustige Art und Weise lernen könnt, ja, so dass ihr die deutsche Grammatik mit Humor lernen könnt. Das ist das Hörbuch und E-Buch, und das gibt es einmal in englischer Version und in deutscher Version. Ja? Das Hörbuch ist einmal eine langsam gesprochene Version auf Deutsch und eine schnell gesprochene Version auf Deutsch, sodass ihr wirklich einmal die englische Version hören könnt und dann wisst ihr, worum es geht. Und dann könnt ihr die langsame Version auf Deutsch hören und dann die schnelle Version, um wirklich die deutsche Sprache aufzusaugen, um wirklich dieses ganze verständliche Material zu bekommen, was ihr braucht, um eine Sprache effektiv zu lernen. Ja? Also genau wie ich jetzt mit euch rede, so lernt ihr Deutsch, weil ich spreche und ihr mich versteht. Dadurch lernt ihr Deutsch, ja, dadurch, dass ich euch verständliche Inhalte gebe, ja, das ist wirklich das Geheimnis, wie man Sprachen lernt. Und in meinem Hörbuch ist es so, dass ihr euch einmal langsam anhören könnt, worum es geht, und dann einmal schnell. Und damit ihr auch wirklich alles versteht, gibt es auch eine englische Version. Und die englische Version wurde von einer amerikanischen Muttersprachlerin vorgelesen. Ja? Von einer amerikanischen Muttersprachlerin ist die englische Version, und von einem deutschen Muttersprachler, von mir, ist die deutsche Version. Und ich bin total beeindruckt von der englischen Version, weil es wirklich sehr professionell gemacht wurde und auch sehr, sehr viel Gefühl. Also jedes Wort glaube ich ihr, weil jedes Wort wirklich sehr, sehr gut mit dem Gefühl ausgesprochen wurde, das zu dem Wort passt. Und es hat mir total Spaß gemacht, die englische Version zu hören. Und ich kannte all die Witze. Ja? Also es ist ja das Ziel ist es, dir deutsche Grammatik oder auch Deutsch mit Humor beizubringen. Und deswegen gibt es ganz viele Witze in dem Hörbuch. Und ich kannte all die Witze und ich kannte all den Humor schon, aber es war trotzdem wieder lustig, sich das anzuhören, so wie sie das aufgenommen hat, ja, so wie sie das ausgesprochen hat, war es nochmal viel witziger, weil da wirklich dieser Humor, das hat sie echt gut gemacht, diesen Humor rüberzubringen von dem Hörbuch, ja, und ja, falls ihr Lust habt, es euch zu holen, ich werde euch hier einen Link einbauen, damit ihr das E-Buch und das Hörbuch bekommen könnt. Und Es hört sich einfach fantastisch an, ja, es hört sich fantastisch an. Ich werde euch eine Hörprobe machen, sodass ihr ein bisschen reinhören könnt in dieses Hörbuch, um zu sehen, dass es wirklich Top-Qualität hat, ja, es ist wirklich Top-Qualität. Und ich denke, mit diesem Hörbuch und mit diesem E-Buch wird euch das Deutschlernen wirklich total viel Spaß machen. German words sound awesome. There are some German words which are singularly and powerfully effective. For instance, those which describe lowly, peaceful, and affectionate home life. Those which deal with love, in any and all forms, from mere kindly feeling and honest goodwill toward the passing stranger, clear up to courtship.
Those which deal with outdoor nature in its softest and loveliest aspects, with meadows and forests and birds and flowers, the fragrance and sunshine of summer, and the moonlight of peaceful winter nights. In a word, those which deal with any and all forms of rest, repose, and peace. Those also which deal with the creatures and marvels of fairyland. And lastly and chiefly, in those words which express pathos as the language surpassingly rich and effective. There are German songs which can make a stranger to the language cry. That shows the sound of words is correct. It interprets the meanings with truth and with exactness, and so the ear is informed, and through the ear, the heart. Deutsche Wörter klingen fantastisch. Es gibt ein paar deutsche Wörter, die eine einzigartige und kraftvolle Wirkung haben. Zum Beispiel solche, die ein bescheidenes, friedliches und liebevolles Familienleben beschreiben. Jene, die mit Liebe in allen ihren Formen zu tun haben. Von bloßer Sympathie und Wohlwollen für einen vorbeikommenden Fremden bis hin zum Umschwärmen. Solche, die sich auf die sanftesten und entzückendsten Aspekte der freien Natur beziehen, auf Wiesen und Wälder, Vögel und Blumen, auf den Duft und den Sonnenschein des Sommers und das Mondlicht friedlicher Winterabende. Kurzum solche, die mit allen Arten von Erholung, Ruhe und Frieden zu tun haben. Auch solche, die sich mit den Geschöpfen und Wunder des Märchenlandes befassen. Und schließlich vor allem durch solche Wörter, die Pathos ausdrücken, ist die Sprache überaus prächtig und wirkungsvoll. Es gibt deutsche Lieder, die selbst jemanden, dem die Sprache fremd ist, zum Weinen bringen können. Dies zeigt, dass der Klang der Worte richtig ist. Er spiegelt die Bedeutungen wahrhaftig und genau wider. Und so wird das Ohr angesprochen und durch das Ohr auch das Herz. Das war die Botschaften heute oder so das Gefühl, dass ich heute hatte, so dieses tolle Erlebnis beim Joggen, mir das Hörbuch anzuhören und zu denken so, oh, das ist toll, das ist witzig. Ja, das hat echt meinen ganzen Tag toll gemacht. Das hat meinen ganzen Tag schön gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch total viel Spaß mit dem Hörbuch, mit dem E-Buch. Und ja, wie auch immer, wir sehen uns morgen. Tschüss.